Es kam ohne Ankündigung. Plötzlich ein Pfeifen in der Luft, eine laute Detonation. In Sekundenschnelle ist alles um uns herum am Rennen. Wie vorher tausendmal im Kopf durchgespielt, greife ich Weste und Helm, renne mit. Wir rennen mit den Soldaten in die Kantine, die extra für solche Situationen vorbereitet wurde. Vor 3 Minuten ist hier im Camp die erste Rakete eingeschlagen. Es gab sofort Alarm über Lautsprecher. Wir mussten unsere Westen, unsere Helme greifen und sind jetzt hier in der Kantine. Denn dieses Gebäude ist das einzige, was aus massivem Stahlbeton gebaut ist. Währenddessen feuern amerikanische und afghanische Soldaten mit Mörsergranaten zurück. Während mein Herz rast, verrichten sie scheinbar unbeeindruckt ihren Job. Die Raketen kamen aus den Bergen, einige Kilometer über dem Camp. Einschlag um Einschlag der amerikanischen Granaten lässt nun den Hang erzittern. Doch der Reihe nach, denn es ist viel passiert in 2 Wochen. Embedded mit den amerikanischen Soldaten, eingebettet in die Kampftruppe der US Army. Das heißt, leben wie sie, essen wie sie und den gleichen Gefahren ausgesetzt sein. Doch bis wir tatsächlich im Camp Norrie in den Bergen Afghanistans angekommen sind, waren viele Hürden zu nehmen. Wochenlanger Mailverkehr und Frust über bürokratische Hürden. Doch dann waren wir plötzlich in Afghanistan. 24 Stunden hat es gedauert von Deutschland aus, bis wir im Hotel California gelandet sind. Wir sind jetzt hier auf dem Airport Bagram, der größten US-Base in Afghanistan. Draußen dürfen wir leider nicht mehr drehen, aber wir können Ihnen mal zeigen, wie wir hier wohnen. Es ist ein kleiner Raum hier mit mehreren Zimmern. Hier sind die Kollegen aus Amerika, hier beispielsweise die Kollegen vom Wall Street Journal. Alles ist hier sehr eng, aber immerhin, es gibt hier drin, wie wir sehen können, Feldbetten. Wenn wir mit der Kamera reinkommen, dann ist das unser Raum, wo wir jetzt die Nacht verbringen können. Ein Kollege aus den USA, das ist Les Neustadt, er ist schon seit 6 Wochen embedded. Er teilt hier mit uns den Raum. Man sieht, es ist nicht viel Platz hier. Aber wir hoffen, dass wir heute Nacht noch irgendwie Bescheid bekommen, wann unser Flug weitergeht. Dann müssen wir auch ab diesem Zeitpunkt unsere schusssicheren Westen tragen und wir müssen auch den Helm aufsetzen. Aber bislang wissen wir noch nicht, was genau auf uns zukommen wird. Noch in der Nacht geht es von der Hauptbasis der Amerikaner in Bagram weiter Richtung Operation Base Fenty. Der Stützpunkt der Amerikaner liegt nur wenige Kilometer von der Stadt Jalalabad entfernt. Umgeben von Feldern afghanischer Bauern ist Fenty das Logistik- und Koordinierungszentrum für die Soldaten der ISAF-Truppen im Norden und Osten Afghanistans. Hier treffen wir auf Sergeant Eric Hendricks. Was wir hier in Fenty hauptsächlich machen, ist dafür zu sorgen, dass unsere Truppen im Norden alles bekommen, um die Taliban und Al-Qaida-Mitglieder zu bekämpfen. Es sind lange Tage, aber wir machen es möglich, dass sie den Kampf führen können und dafür sorgen, dass das Land sicherer wird. Rund um die Uhr starten von hier Versorgungshelikopter, aber auch Kampfhubschrauber. Sie bringen Soldaten Munition, Verpflegung und alles, was sonst noch gebraucht wird, in die unzugänglichen Camps in den Bergen. Und hier wird außerdem alles, was irgendwo kaputt gegangen ist oder im Kampfeinsatz in Mitleidenschaft gezogen wurde, repariert. Egal, ob es Kampfhubschrauber sind, die repariert und gewartet werden müssen, oder gepanzerte Humvees und Aggregate zur Stromversorgung, die dem Dauereinsatz nicht standgehalten haben. In Fenty gibt es für alle Spezialisten. Hier treffen wir auch Leutnant William Jones. Der gerade erst 23 Jahre alte Soldat hat schon eine gewaltige Aufgabe zu erfüllen, denn er ist verantwortlich für die Sicherheit der gesamten Base. Macht er Fehler, können Menschen sterben. In der Army, sie brauchen Offiziere hier und wir müssen die Aufgaben machen, egal wie groß. Krieg fördert eben auch Karrieren. Leutnant Jones spricht nicht nur Deutsch. Er hat auch genug Paschtu gelernt, um sich mit den afghanischen Wachen an den Außenposten des Camps in der Landessprache zu verständigen. Dewal, 15 Monate dauert sein Dienst in Afghanistan. Die Familie kann er in dieser Zeit gerade mal für 18 Tage während seines einzigen Urlaubs besuchen. Das ist sehr schwierig. Also ich habe nicht meine Mutter und meine Familie sehr, sehr lange gesehen. Und ich werde nicht
ihn sehen bis vielleicht nächste Winter. Und manchmal bin ich sehr traurig und es ist sehr, sehr schwierig für mich, aber ich muss optimistisch sein und dann alles wird okay. Nicht nur für ihn eine harte Zeit. Gerade die jungen Soldaten haben damit oft große Probleme. Für einige der Jungen ist es das erste Mal, dass sie von Amerika weg sind und dazu noch von ihren Familien. Das ist hart für sie. Da haben so alte Hasen wie ich einfach die Pflicht, auf sie zu achten und dafür zu sorgen, dass sie geistig und körperlich in Ordnung bleiben. Sie müssen regelmäßig zu Hause anrufen und mit der Familie in Kontakt bleiben. Wir müssen uns um sie kümmern, als wären es unsere eigenen Kinder. Denn die Armee weiß genau, viele der jungen Soldaten haben es oft schwer, sich wieder in der Heimat einzugliedern, wenn sie ihre traumatischen Erlebnisse im Krieg nicht verarbeiten können. Wir können wegen eines Schneesturms in den Bergen nicht weiterfliegen und gehen deshalb auf Patrouille nach Jalalabad. Wie alles in der Armee beginnt die Patrouille der amerikanischen Soldaten mit einem exakten Briefing. Während Kameramann Jean-Claude Ramiger unsere Ausrüstung im Humvee verstaut, erklärt uns der Truppführer genau den Weg, den wir heute durch die Stadt nehmen werden. Jedes Abbiegen in eine neue Straße wird genau erläutert. Heckenschützen, Sprengfallen und Selbstmordattentäter. Für jede mögliche Situation bekommen wir ganz genaue Verhaltenshinweise. Dann, kurz bevor wir die Base verlassen, wird die Bordkanone bestückt. Und auch die restlichen Soldaten machen Gewehre und Pistolen scharf. Alle, auch wir, müssen Splitterschutzwesten und Helm tragen. Als wir schließlich auf die Straße rausrollen und uns Richtung Jalalabad bewegen, ist die Anspannung bei den Soldaten spürbar. 11 Tonnen Stahl, dazu zentimeterdickes Panzerglas und ein Bordschütze, der die Gegend beobachtet und jederzeit feuern kann. All das gibt einem ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Aber man weiß auch, wenn man in so einem Fahrzeug sitzt, ist man immer Ziel eines potenziellen Anschlags. Die Straßen in der Stadt sind eng. Mehrfach werden die gepanzerten Fahrzeuge von Zivilautos eingekeilt. Das sind Situationen, die eigentlich vermieden werden sollten. Doch ohne Zwischenfälle erreichen wir die erste Polizeistation. Während der Truppführer Informationen mit dem Polizeichef austauscht, sichern die restlichen Soldaten das Gelände und machen sich kurz darauf die ersten Freunde. So friedlich diese Bilder auch wirken, wenn man amerikanische Soldaten hier sieht, wie sie mit Kindern spielen und Bonbons verteilen. Man darf nicht vergessen, 2007 war das verlustreichste Jahr für die Amerikaner seit Beginn der Invasion hier in Afghanistan. Jederzeit, so friedlich es auch aussieht, muss man mit Anschlägen rechnen. Und wir dürfen auch nur kurz für den Aufsager den Helm abnehmen, müssen ihn danach sofort wieder aufsetzen. Wir halten das etwas für übertrieben, aber in puncto Sicherheit sind die Soldaten strikt. It's a combat zone. Das ist eine Kampfzone. Sie sehen nur die Kinder und die Stadt. Aber es gibt hier viele, die uns angreifen würden. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir fahren weiter, erreichen eine weitere Polizeistation. Die Amerikaner haben angefangen, die Ausbildung von Polizisten zu übernehmen, weil die eigentlich dafür verantwortlichen Deutschen trotz vieler Versprechen noch immer am Anfang stehen und ihre Zusagen nicht eingehalten haben. Die Szene wirkt etwas skurril. Obwohl Frauen im männerdominierten Afghanistan eigentlich nichts zu sagen haben, legt sich ein Polizist brav auf den Boden der Kaserne und lässt Private First Class Sarah Becker vorführen, wie bei einer möglichen Verletzung erste Hilfe zu leisten ist. Obwohl in der Öffentlichkeit darf die junge Soldatin den männlichen Polizisten sogar berühren. Seine Kollegen sitzen wie verlegene Schulkinder um die beiden herum. Manchmal sind einige verwirrt, aber es finden sich immer Freiwillige. Und wenn ich ihnen wirklich mal zu nahe komme, dann sagen sie es sofort. Eigentlich kein Problem. Usually there's not any problems.
Während des Unterrichts im Gebäude sichern die restlichen Soldaten das Gelände. Der Polizeichef lobt die Hilfe der Amerikaner pflichtgemäß. Es ist sehr hilfreich, was wir von den Amerikanern lernen können. Wann immer sie kommen, sind meine Leute schon ganz wild darauf, mit ihnen zu trainieren. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe, die sie uns geben. Später kontrollieren die Soldaten die praktische Arbeit der Polizisten an einer Straßensperre. Wir müssen auf Anweisung der Amerikaner wieder Helm tragen. Mehr und mehr versuchen die Schutztruppen und auch die Amerikaner, die Sicherheit in die Hände der Afghanen zu legen. Das mag in einigen Provinzen, wie hier in Nangarhar, funktionieren. In vielen anderen geht es noch nicht. Denn das Jahr hat deutlich gezeigt, dass die Taliban wieder erstarkt sind. Das zeigt sich schon allein an der Tatsache, dass 2007 mehr amerikanische Soldaten als in jedem anderen Jahr seit dem Einmarsch in Afghanistan getötet wurden. Zwei Tage später starten wir Richtung pakistanischer Grenze. Wir fliegen von Jalalabad den Kuna-Fluss entlang bis in die gleichnamige Provinz Kuna, wo es in den vergangenen Monaten heftige Kämpfe zwischen amerikanischen und Aufständischen gegeben hat. Ziel ist das Camp Norrie an der